Hallo, ihr Weinküken, damit recht herzlich willkommen auf einem Rostiger Rentner, einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Fansona, The Lost Video Game. Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Play. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich creepy aus und ist eine Beta. New Game. Wie ihr da unten seht, Beta. Ziemlich cooles Intro. Play. No Signal. Thomas. Thomas! Someone wants to talk to you. Okay, I'm here. What's wrong with this game? Just talk to me carefully. What is wrong with this game? Yeah. Like I said before, people are disappeared because of Fansona, because of this game. I guess it contains virus. You have to fix this. You're the principal of arcade games. Okay, let me just go to turn on this game and let me just go take a second. Das Spiel hat ein Virus. Und wir sollen es checken. Das ist creepy. Insert Coin. Was muss ich tun? Ich kann kein Coin insern. Muss ich hier zurück? What? Zurück heißt nein. Load Game. Macht jetzt was? War halt doch nicht so richtig, hä? Hallo? Moment, Leute, ich starte es nochmal. Fansona. Ich starte es nochmal. Also mit Loading, das hilft schon mal gar nicht. Das will er gar nicht mehr. Kann man das hier weg? Kann man das hier irgendwie wegmachen? Ich weiß halt nicht, was ich tun soll in dieser Beta. Versteht ihr? So sieht es ja schon mal ziemlich creepy aus. Wir sollen ja... Das Spiel hat ein Virus. Versteht ihr? Ein Virus. Das Fansona. Play. New Game. Und jetzt lädt's. Aber wo soll ich? Da steht ja Insert Coin. Mysteriös. Thomas. I want to talk to you. Okay. Okay. Show me, get me. Hello? Help me! Help me! Whoa, 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 whoa. What's going on? People are disappeared because of Fansona. You have to come to the arcade right now. Okay, okay, okay. I'm coming. Oh shit. That's crazy, oder? Auf was für Ideen die Leute kommen, um ein Spiel zu machen. Okay, I'm here. What's wrong with this game? Just talk to me carefully. What is wrong with this game? Yeah. Like I said before, people are disappeared because of Fansona, because of this game. I guess it contains virus. You have to fix this. You're the principal of arcade games. Okay, let me just go to turn on this game and let me just go take a second. Er macht das Spiel an, er braucht eine Sekunde. Ja, aber jetzt was tun. Ich kann ja nichts tun. Ich kann jede Taste drücken. Aber weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Insert Coin. Enter! Enter! Wir haben was. Creepy, oder? Noch hab ich alles im Griff. Will ich Spiel jetzt verarschen, ja? Die habe ich noch im Griff, hä? Im Moment habe ich noch im Griff. Im Moment. Auf was für Ideen die Leute kommen. Level complete. Level 2. Ich weiß nicht, wo der Sinn von dem Spiel ist. Ich will jetzt einfach nur überleben, okay? Leute, was ist das für ein Spiel? Was ist für ein Spiel? Was spiele ich hier überhaupt? Warum geht das so schnell drauf? Ich will aber nicht sterben. Das war jetzt schön, oder? Das war mega schön. Es ist einfach so schwierig, verstehst du? Was stimmt mit diesem Spiel nicht? Leute, Leute, das Spiel ist nicht einfach. Das Spiel ist nicht einfach. Mach jetzt hier Rush, okay. Und schon wieder fast tot. Nein! Nee, Leute, das ist nicht meine Welt. Leute, seid mal nicht böse, seid mal wirklich nicht böse. Ladet euch das Spiel selber runter. Ihr wisst ja, ich bin nicht so gut im Jump'n'Run. Ich habe ja ziemlich creepy. Und irgendwas stimmt ja mit diesem Spiel nicht, weil es ja ein Virus hat. Das war auf jeden Fall mal die Beta von Fansona, The Lost Video Game. Ziemlich abgedrehtes Spielchen und back to the roots, back to the arcade games, ne? Zurück hier in die 80s und 70s und so, ne? Das ist... Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, beim Rostiger. Bewertet doch dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, damit ihr das Knöpfchen drücken, press den Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, Leute, live, habt Spaß miteinander, verhaut euch. Und bis zum nächsten Mal, ich sag schon mit Ölfinger, die Groß, weil Rostiger Rentner sagt, du gut, Guten Tag, ich bin so schlecht, sorry.